So, hier muss es stehen. So ist schön. Da kann nämlich wunderbar geguckt werden. Kommt zu mir. Das ist der Georg. Da hab ich, wie war der Nachname nochmal? Bogedein. Bogedein, das ist Albert Meyer. Grüß Bogedein, cooler Name. Ne? Albert, walte deines Amtes, guck dir das Tischlein an. Georg, man merkt bei dir direkt, du bist Handwerker. Ja. Allein, wenn du den Tisch geschleppt hast. Ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Tischlermeister. Hast du selber gebaut? Nein. Ja, wäre eine coole Nummer. Du wärst der Erste, der hier hinkommt und sagt, du, pass mal auf, das Ding habe ich selber gemacht. Ja? Nee, nee. War mein Gesellenstück 1742. Genau. Unser Experte Albert Meyer inspiziert derweil das gute Stück von Kopf bis Fuß und prüft, aus welcher Werkstatt das Schätzchen wirklich stammt. Wo hast du den denn gefunden? Den habe ich in Gladbach auf dem Trödelmarkt entdeckt. Schatz oder Schund, noch herrscht Unsicherheit. Da stand er aber so ein bisschen im Abseits und war noch, da standen drauf, Sachen drauf dekoriert. Und die habe ich dann erstmal beiseite geschoben und habe gesagt, den Tisch möchte ich haben. So bin ich da. Und warum willst du ihn jetzt nicht mehr haben? Den habe ich, eine Stelle habe ich ausgesucht bei mir im Haus, wo der dann hin sollte. Und jetzt haben wir ein bisschen umgeräumt, ein bisschen umgebaut und jetzt ist er eigentlich über. Und gut. Wenn ich, du weißt, was du bezahlt hast? Wenn ich einen guten Erlös erzielen kann, dann kann ich mich auf die Suche gehen nach wieder was Neuem. Was hast du bezahlt? 100 Euro. 100 Euro. Bleibt unter uns, kriegt ja keiner mit. Lieber Albert, haben wir hier wirklich was Besonderes? Das ist was richtig Schwieriges und Schweres, muss ich dazu sagen. Okay, man und konnte wir haben zu zweit auch tragen. Was Besonderes. Bin mir ziemlich sicher, dass der Tisch aus England stammt. Im Schloss sind kleine Patentstempel drin. Das deutet auf England hin. Habe ich nicht, hab ich nicht gesehen. Es gab eine Zeit von 1860 bis 1900, die hieß Aesthetic Movement. Da haben die nach neuen Formen und nach neuen Möbeltypen gesucht. Also das war die Zeit des Ausprobierens. Deswegen kann man diesen Tisch keiner großen Stilrichtung zuordnen. Okay. Also kann ich sagen, der ist altdeutsch, ja, oder der ist Wiener Barock oder Napoleon III. Alles fällt weg. Ja. Wobei mich die Blattranken an den Fußbeinen etwas schon an den Jugendstil erinnern. Okay. Und die gestützten Tiere, die drauf sind, also oben diese Eichhörnchen, unten diese, ja, ein Fuchs oder Katze ist es, ich kann es nicht genau sehen, was es ist, wahrscheinlich Fuchs, würde auch zu dem neuen Ausprobieren passen. Also zeitlich einzuordnen, sicherlich zwischen 1860 und 1900 ist er entstanden. Und in England, da bin ich mir auch sicher. Also ich muss sagen, Georg, du hast ein interessantes Möbel mitgebracht. Ja. Das ist echt, echt was Rares. Ja, es sieht, ne? Also aus, ja, es sieht also aus, wie wenn es also wirklich reines Flohmarktstück, ja, wäre. Zustand ist natürlich auch nicht sehr, wissen Sie selber. Aber es ist was Originelles und was Spannendes. Ja. Und was ich aber toll finde, auch wenn der Zustand vielleicht nicht perfekt ist, aber er ist nicht einer der Tische, die irgendwann mal überlackiert wurden. Das hat man ja relativ häufig, weißt, dann passen sie nicht mehr. Dann werden sie zugespachtelt, weiß, überlackiert, rote Kanten, dann ist er modern. Weißt du? Und das war ja ganz grausam. Wo ist er denn preislich einzuordnen? Er hat mal 100 bezahlt. Ich denke mal, er wird einen kleinen Gewinn machen. Ab 103 wird er weggeben. Also preislich? Nicht mehr wie 150 Euro. Oh. Okay. Nach der Vorrede habe ich gedacht, jetzt kommen 2000. Ja, ich auch. Nein. Horst, ja. So, man muss einfach das, den Gesamttisch hier sehen. Man hätte ihn ein bisschen, ja, ästhetisch, ein bisschen sauber, die Wasserflecken wegmachen können und so. Sollte man unbedingt okay machen. Wenn die Händler den Tisch sehen, dann wissen die genau, da muss ich noch mal Geld reinstecken. Ja, gut. Aber ich wäre höher gegangen, wenn er einen besseren Zustand wäre. Gut, jetzt gehe ich auch noch mal der Frage nach. Wenn der Georg jetzt zu Hause gesagt hätte, ich mache den Tisch jetzt mal vom Feinsten und er wäre hier richtig edel um die Ecke geschossen, wie hoch wäre dann der Preis gewesen? Minimum 500. Minimum 500. Ja, gut. Gut, Georg, jetzt eine andere Frage. Ja. Was wäre dein unterster Preis, wofür du ihn hier lassen würdest? Ja, ich sag mal, die 500, das wäre eigentlich schon die Untergrenze gewesen. Ja. Wäre die Untergrenze gewesen, ist sie das immer noch? Ja. Du musst ihn nicht unter 500 abgeben. Dann würde ich die Variante wählen, ich nehme mit, mache das, was mir gerade vorgeschlagen wurde. Gut, dann, lieber Georg, ist es relativ einfach. Du bist zwar mir unheimlich sympathisch, aber dann bleibt diese Händlerkarte bei mir in der Hosentasche. Das ist in Ordnung. Ja? Ja. Weil wenn ich da höre, 150, 500 wären möglich, du hast sogar die Möglichkeiten. Natürlich. Dann würde ich sagen, Georg, ist das ab in das Auto damit, genau, das ist nach Hause. Das sind verloren.
Und dann kommst du wieder. Ja. Ne? So. Ja. Gut. Da ich ihn mit reingeschleppt habe, schleppe ich wieder mit raus. Sehr gut. Albert, du bist eine Granate, Alter. Der überrascht mich immer wieder. Ne? Komm, wir schleppen den Tisch wieder raus. So. Der Weg war ja gar nicht so weit. Ging ja, komm, 6 Kilometer bis zum Auto schaffen.